Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Solaris Climb die Ladder. Wir sind heute im Explorer-Format unterwegs und wir spielen Creativity. Creativity gibt es ja in 1000 verschiedenen Varianten. Man kann es entweder spielen und Atraxa raussuchen oder zum Beispiel mit Worldspine, Wurm und Xenagos. Ich spiele heute die Variante, die Torrential Gear Hulk raussucht und dann hoffentlich ein Magma Opus flashbetten kann. Die Liste ist deshalb so schön, weil das Creativity-Target, Torrential Gear Hulk, tatsächlich auch so hardcastbar ist. Also man sich nicht darauf verlassen muss, eben in die Kombo mit der Creativity zu gehen. Und man kann Creativity auch für 1, 2, 3 oder 4 spielen. Dadurch, dass das Target nicht legendär ist, kann man sich also eben auch mehrere Gear-Hikes raussuchen. Was versucht das Deck also zu machen? Wir versuchen in irgendeiner Art und Weise selber Tokens zu erzeugen oder Artefakte zu erzeugen. Das machen wir natürlich besonders gerne mit Fable of the Mirrorbreaker, eine der besten Karten in Pioneer slash Explorer. Wir haben auch Shark Typhoon dabei. Shark Typhoon, Instant Speed, uncounterbaren Shark Token zu bauen. Und Stern Lesson. Stern Lesson ist ein Card Draw, der gleichzeitig einen Power Stone erzeugt. Das Schöne am Power Stone ist, das ist ein Artefakt, das wir opfern können in die Creativity. Es lässt uns aber gleichzeitig auch Artefakt-Mana bezahlen. Also wir können damit Torrential Gear Hulk casten mit diesem Power Stone, der ansonsten natürlich nichts casten kann, uns aber tatsächlich immerhin in den Gear Hulk reinrampen kann. Indomitable Creativity ist die Karte, nachdem das Deck benannt ist. Wir zerstören uns dann also eben Artefakte und Kreaturen und suchen uns dementsprechend so viele Kreaturen aus dem Deck heraus. Da wir keine spielen außer Torrential Gear Hulk, werden wir immer Torrential Gear Hulk finden. Damit wir auch ein bisschen überleben können, sind natürlich auch Removal Spells dabei, Fiery Impulse, weil wir eben so viele Instant und Sorceries spielen, Spikefield Hazard als Land oder als kleiner Instant Speed Removal Spell und zwei Volcanic Spite. Falls wir dann doch mal zu viele Gear Hikes auf der Hand haben sollten und die lieber wieder raussuchen sollen, haben wir hier einen 3 Damage Spell, der gleichzeitig einen Gear Hike wieder unter die Library legt. Ein bisschen Counterspells sind auch dabei. Make Disappear hat sich jetzt auf jeden Fall so als Counterspell der Wahl im Pioneer slash Explorer durchgesetzt und ein Negate. Ansonsten natürlich noch viermal Magma Opus, das primäre Target für Torrential Gear Hulk. Wir wollen es natürlich mit der Ability, mit der Doppel-Izzet-Hybrid-Ability in den Graveyard legen, damit Torrential Gear Hulk das einfach casten kann. Die Mana-Base ist relativ klassisch, was vielleicht hier ein bisschen anders ist als sonst. Wir spielen drei Mirex. Mirex ist ein Dual-Land, naja, zumindest für eine Runde lang, das gleichzeitig auch noch Tokens erzeugt, die wir dann wieder auch mit der Creativity opfern können. Im Sideboard haben wir Rending Volley, viermal. Spirits sind ein schlimmes Matchup. Aber grundsätzlich Mono-White wird ja viel gespielt. Also Rending Volley ist eine der besten Sideboard-Karten aktuell im Explorer. Wir haben Aethergust, quasi das Pendant für rote und grüne Decks. Ein bisschen Counter-Magic haben wir, Disdainful Stroke, Negate und Mystical Dispute, falls unser Gegner mal selber Counter haben sollte oder große Threats, die wir verhindern wollen. Brotherhood's End, wenn wir einen Sweeper brauchen der Wahl. Behold the Multiverse für mehr Card Advantage und wenn unsere Torrential Gear Hulk Magma Opus Combo einfach nicht ausreichen sollte, um das Spiel zu gewinnen, weil wir einfach nicht groß genug gehen, dann können wir die Creativity Combo von Torrential Gear Hulk auch austauschen und als primäres Target eben den Hullbreaker Horror reinboarden. Das ist die gesamte Deckliste. Ich würde damit mit euch mal auf die Ladder gehen. Wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn ihr die Deckliste selber mal austesten wollt, wie immer, einen Link zur Deckliste findet ihr unten in der Videobeschreibung. Runde 1. Wir spielen gegen Giganta Companion. Das kann alles Mögliche bedeuten. Das könnte Convoke sein, das könnte Sacrifice sein. Man weiß es einfach nicht. Aruto Raku lässt uns also mit seiner Companion-Entscheidung noch ein bisschen im Dunkeln. Die Hand ist ein bisschen crazy, ich würde sie trotzdem halten. Wir können Turn 2 Magma Opus cyclen, Turn 3 Fable spielen, Turn 4 haben wir dann, naja, zumindest Creativity für 1. Relativ safe. Also ich meine, eine Hand mit genug Mana und Creativity sollte man in der Regel nicht wegschmeißen, zumal da schon auch ein Magma Opus ist. Wir fangen also einfach an mit Turn 1 Steamwinds tapped, Turn 2 Spire Bluff Kanal, cyclen Magma Opus. Und das wird das könnte auch das Pia Nala-Deck sein. Da bin ich mir jetzt gar nicht so 100%. Oh, Make Disappear war auch ein guter Draw. Falls der Gegner jetzt eine zu schlimme Karte spielen sollte, zum Beispiel Pia, könnte man überlegen, ob man das Make Disappear anstelle Magma Opus zu cyclen. Ich sage immer cyclen. Wir ziehen keine Karte dafür. Wir kriegen Treasure, was in dem Deck fast genauso gut ist. Das würde ich allerdings resolven lassen. Na gut, ich meine, ich kriege ein bisschen Schaden. Aber das ist jetzt auch noch nicht super tragisch. Monsters Rage oder sowas? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein sehr aggressives Defiance. Ach, das ist, das sieht so aus wie Feather. Gehen wir auf 14, ich cycle mal. Zieh noch ein... Okay, wenn man Creativity flattet, ist es auch nicht so gut. Ja. So, jetzt müsste ich halt, also es wäre auf jeden Fall besser, ein Land zu ziehen.
als die vierte Creativity. Ja, ich sag's, wie es ist. So, du könntest jetzt mal ins Illuminator Virtuoso. Ja. Keine Attacks. Okay, das ist nice. Da ist unser Land. Ich discarde meine Creativity. Finde eine Stern Lesson. Okay, dann greifen wir mal an. Machen Treasure. Gegner lässt das einfach alles passieren. Okay. Ich kann eine Creativity für 2 spielen. Der Punkt ist, das bringt gar nicht so viel. Ich könnte. Naja, auf der anderen Seite kriege ich einen zweiten. Kriege ich einen zweiten Gear-Ike im Play, was sich wiederum schon auszahlt. Okay, machen wir das mal für 2. Okay. Das und das. Und dann würde ich so bezahlen. Genau. Das passiert auch. Ich kriege 2 Gear-Hikes. Die kommen, betreten das Battlefield. Einer macht zumindest was Sinnvolles, der andere nicht so wirklich. Ja. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir es machen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir einem Swift Spear 3 geben und dem Illuminator Virtuoso 1 hätte ich gemacht, damit, weil wahrscheinlich noch ein Prowess Trigger passiert wäre. Rending Volley, sieht das gut aus? Also wir hitten damit zumindest mal ein bisschen was. Ethergust, ich nehme auf jeden Fall Brotherhood's End mit rein. Ich weiß halt nicht, ob Rending Volley gut genug ist, ja, weil ich weiß nicht, wie viele weiße Kreaturen gespielt werden. Brotherhood's End ist auf jeden Fall okay. Das Negate brauchen wir, glaube ich, nicht. Ein bisschen Early Interaction finde ich super. Ich könnte eine Creativity cutten. Ich sehe mich auf jeden Fall in Shark Typhoon cutten. Und vielleicht könnte man sogar sagen, wir nehmen 2 Stern Lessons raus für 2 Rending Volleys. Denn ich würde schätzen, dass unser Gegner auch Feather spielt. Ich würde schätzen, dass unser Gegner auch diesen rot-weißen Haster spielt, der, wenn der getargetet wird, eine +1/+1 Marke bekommt und Scry 1 anwendet. Ich weiß allerdings nicht, wie der heißt. Also ich glaube, durchaus ein Teil des Decks wird auch weiße Kreaturen sein und dann ist Rending Volley halt ein sehr effizientes Removal. Ich würde jetzt nicht voll auf 4 Rending Volleys gehen, weil eben, wenn wir nur von Monastery Swift Spears und Dreadhorde Arcanist platt gemacht werden, dann sehen unsere Rending Volleys halt ziemlich doof aus. Oh. On the draw ist das, glaube ich, zu wenig Interaction. Ich glaube, das geht nicht. Muss ich mal liegen nehmen. Das ist wesentlich besser. Ich weiß nur nicht, was ich weglegen soll. Ich glaube, ich. Boah, lege ich die Creativity erstmal weg und versuche ein bisschen Zeit zu erkaufen mir. Ich glaube, ich lege einfach ein Land weg. Ja. Ich glaube, ich lege einfach ein Land weg. Wir haben ja theoretisch noch hier ein Land, falls es wirklich benötigt wird. Swift Spear. Naja. Ärgerlich. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, ein Spikefield Hazard als Land legen, wenn wir noch einen weiteren nachgezogen haben. Das Problem ist, dass wir jetzt wahrscheinlich eine Untapped Steam Vents legen müssen und die kostet uns natürlich auch ein paar Lebenspunkte, aber kann man nichts dran ändern. Ist ein schnelles Deck. Das gegnerische leider. Favorite Hoplite. Okay, der ist auch im Deck. Dann kann man schon fast überlegen, ob man vielleicht doch auf mehr Rending Volleys geht. Okay, es wurde nichts mehr gespielt. Ich habe jetzt theoretisch die Möglichkeit, Ethergust auf Swift Spear zu spielen. Oder vielleicht. Ja, wahrscheinlich spielt man Feather gar nicht mehr, ne? Feather ist wahrscheinlich einfach. Da ist er, 10th District Legionnaire. Ja, den würde ich, glaube ich, mal make disappear. Solange ich noch kann. Jetzt wird es halt ein Spell auf den Hoplite geben und wir nehmen 12.685,3 Damage, aber. Nee. Warum denn dann geschockt? Hast du ein Daze rumgespielt? Ja. Unser nächstes Play wird sehr wahrscheinlich Magma Opus cyclen und dann Magma Opus für 1, Creativity für 1 sein. Swift Spear, okay, ja. Ich lasse das resolven, weil es Gegner hat jetzt zumindest ein Incentive, ein Spell zu spielen, damit wir viel, viel mehr Schaden bekommen. Also ich hoffe nicht, dass wir tot sind.
Define Strike, ja, das sind zumindest schon mal 7. Hat aber kein, da war kein Stopp mehr, ne? Ich glaube, ich werde es jetzt einfach versuchen. Und ich werde versuchen, die beiden Swift Spears abzuräumen. Ich weiß nicht, ob ich sonst überleben kann. Come on. Hat er noch einen Stopp gehabt? Nee, okay. Ja, dann ist gut. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir im Game drin. Da, wir haben auch noch ein. Ne, es kommt halt so ein bisschen drauf an, wie groß der Favorite Hoplite jetzt wird. Aber dadurch, dass gerade eigentlich kein Spell da war, um die Swift Spears zu retten, glaube ich, ist jetzt auch nicht super viel da. Ja, er packt nochmal ein paar Kreaturen aus. Ich werde versuchen, Brotherhood's End zu casten. Oh, nee. Falsch. Ich muss vorher ein Land spielen, damit ich Aethergust offen habe. Okay, solid. Jetzt können wir auch angreifen. Jetzt ist nächste Runde Lethal. Ich glaube nicht, dass unser Gegner uns killen kann mit 3 Mana. Ohne Kreatur und wir sind auf 7. Ja, nee, das würde ich glaube ich einfach direkt weglegen. Okay. Haben jetzt keinen Rending Volley gezogen, aber ich glaube Rending Volley wäre eine valide Sideboard-Option gegen das Deck. Also wir sehen Favorite Hoplite, Virtuoso, Tense District Legionnaire. Müsste gut sein. Okay. Gegner hat vielleicht noch einen Fog. Nee, er hat einen Swift Spear, der jumpt. Okay. Ja. Dann jump mal. Ich hätte hier 2 Damage mehr machen können. Mit Sokansen. Weil er auf jeden Fall einen von den großen Kreaturen blocken muss. Auf der anderen Seite dachte ich mir, ja, falls jetzt doch nochmal irgendwie ein Haster oder sowas rauskommt, wir sind so weit vorne, da kann eigentlich nichts mehr anbrennen. Lasse ich mir die lieber zurück, falls nochmal irgendwas Unwahrscheinliches passieren sollte. Ja gut, 1-0 für uns. Leider on the draw, aber eine ganz okay Hand. Also ich denke, das können wir halten. Wir haben Interaction, wir haben Stern Lesson, ist halt auch super, weil wenn wir mit Stern Lesson ein Magma Opus ziehen sollten, können wir es direkt discarden und wir haben schon das Artefakt für Creativity, also das macht sich sehr gut. Wir spielen gegen Absahn. Witherbloom Command. Oh, das ist Greasefang. Okay. Bin kein Fan von Greasefang an der Stelle. Ja, ich glaube, ich bluff mal ein Make Disappear. Ja. Witherbloom Command war Traverse the Ubenwald. Ja, das wird Greasefang sein. Ich habe nicht super viel Graveyard Hate. Collective Brutality. Was sagt er? Dress and Drain. Oh, da ist die Pahelion auf jeden Fall. Klassischer Move einfach. Ganz entspannt die Creativity nachgezogen. Ja, aber warte mal. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben nur. Ach, das reicht nicht, ne? Der Greasefang, Mann, ey, das ist so ein wildes Deck. Ja, kann ich nichts machen. Bin ich einfach dead. Da bin ich einfach dead. Hat die Paelion gemillt? Krieg ich einfach einen Attack für 3 Milliarden. Ja, cool. Ich müsste jetzt mir irgendwie Magma Opus in den Graveyard legen. Sofort, jetzt. Geht das? Nee. Doppelfiery Impulse. Ich meine, ich könnte. Ich kann halt einen Engel zerschnellen. Das ist leider. Alter, dieses Deck, ey. Oh, Greasefang. Okay, was haben wir denn gegen Greasefang? Wir haben Rending Volley, was ganz okay ist. Ja, gut. Wir haben eigentlich nichts gegen Greasefang. Wenn man ganz ehrlich ist, haben wir nichts gegen Greasefang. Hullbreaker Horror. Bist du gut genug, Hullbreaker Horror?
um ersetzt zu werden. Brotherhood's End ist okay. Ja, damit können wir auch die Seeker Chariots Token und so weiter wegmachen. Disdainful Stroke, Aethergast, Mystical Dispute, das bringt alles gar nichts. Ich nehme mal Shark Typhoons wieder raus, weil es, glaube ich, einfach ein bisschen zu langsam ist. Ja, Negate ist kind of okay. Ehrlich gesagt, boah, weiß ich nicht, Sweeper? Vielleicht doch keine Sweeper? Vielleicht spielen wir es. Vielleicht spielen wir es fast so wie vorher. Ich nehme mal noch eine. Gut, für Greasefang müsste man vielleicht noch die ein oder andere Unlicensed Hearse oder sowas im Sideboard haben. Okay. Make disappear Magma Opus. Easy. Turn 2 Make disappear. Turn 3 Cycle Magma Opus. Und dann geht's. Oh, Gegner macht einen. Oh! Gegner macht einen großartigen Mulligan. Auf 4? Habe ich das richtig gesehen? So schnell konnte ich gar nicht gucken. Okay, Mulligan auf 4. Also, wenn wir jetzt nicht gewinnen. Ich fühle mich gerade ein bisschen unter Druck gesetzt vom gegnerischen Mulligan auf 4. Thoughtseize? The rest. Nimmt man mir doch das Magma Opus, oder? Nicht? Oh, sad. Oh. Damn. Wichtig, immer die Pathways auf Rot legen. Okay, das war ein ziemlich stronger Draw. Okay. Kreativität war ein guter Draw. Ich warte einfach noch eine Runde. Ja. Shield Red. Liliana. Okay, interessant. Okay, Shield Red, ja. Dann bin ich mal gespannt, was das nächste Play vom Gegner wird. Ach, Überraschung. Okay. Ich schieße schon mal einen an die Birne. Ja, gutes Play, ne? Ah, ich hätte einfach eine Maid machen sollen. Das war völliger Quatsch. Okay. Ja. Okay. Ja, dann jetzt mal Creativity für 2. Blub, blub. Ich kann nämlich auch gut. Also ich meine, wenn du Combo machst, ich kann auch Combo. So, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Gegen Shield Red, okay. Ja, ich weiß gar nicht. Rending Volley dann vielleicht doch nicht mehr so viele. Vielleicht tatsächlich dann doch auch. Was haben wir denn hier alles? Ein Negate wirkt ehrlich gesagt nicht so schlecht. Disdainful Stroke, ja gut, nur gegen Shield Red jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt nötig. Wenn das so ein grindigeres Deck wird, könnte man auch ein Behold reinnehmen. Ich weiß gar nicht, wie gut, ehrlich gesagt. Rending Volley ist halt einfach nur gut gegen Greasefang. Zerstört, okay, zerstört to be fair auch noch die Angel Tokens, aber. Naja. Ansonsten ist es halt natürlich schwierig. Okay. Runde 3. Die Matches gehen super schnell, ey. Ich glaube, da können wir gleich ja noch einen Bonus Best of 3 dranhängen, wenn das hier so weitergeht. Ja, keepen wir. Haben gute Early Interaktion. Und vor allen Dingen auch eine gewisse Redundanz. Ich würde gerade sagen, also relativ Thoughtseize-proof. Okay, Rending Volley ist Gonzo. Ich lege mal Spike Weed Hazard als Land. Witherbloom Command. Mill 3, Deal 2 Damage. Auf geht's. Ja. Findet sogar wieder ein Land. Ah, auch ein Greasefang? Okay, ja. Hall of the Storm Giant. Falsies, okay. Na, ich wollte gerade
gerade sagen, ab jetzt ist egal. Ich habe halt alles. Noch ein Thoughtseize oder noch ein Duress wäre halt schon schlimm. Also, wenn ich jetzt meine Fabian nicht spielen könnte, wäre schon schrecklich. Der Gegner könnte Grisly Salvage into Paelion haben. Okay, ja, das ist fein, würde ich behaupten. Ja, okay. Gegner ist sehr reaktiv gerade. Ja, das ist leider nicht so gut für uns, weil meine. Na gut, ich meine, ich kann halt einfach. Ich kann ja ein paar. Ich baue einfach ein paar Milben hier. Easy. Ja. Unklar. Okay, dann mache ich eine Milbe. Oh, Myrix ist kein schlechtes Land, ne? Ah, oh, viertes Land ist natürlich gefährlich. Ich meine, sollte jetzt ein Shield Raid kommen, werde ich wahrscheinlich einfach die Doppel-Fiery-Impulsen. Denke ich. Oder Otavara. Ne, ich glaube, Doppel-Fiery-Impulsen ist besser. Nächste Runde kann ich auch mit. Kann ich mit Hall of the Storm Giants angreifen? Nix ausgezockt, okay. Okay. Ja, okay, ich meine, wir machen einfach gar nichts. Ne? Go. Blankovic. Okay. Und der Graveyard wird geexiled. Na gut, dann nehme ich einfach die beiden. So, nächste Runde ist Lethal, liebe Leute. Ja, und jetzt? Jetzt guckst du, ne? Okiba Bernd. Ja, der macht doch gar nichts. Das ist ja kein. Das ist doch kein Vehikel im Graveyard, oder? Sehe ich das falsch? Ne, ist nicht, okay. Ja, resolved. Boah, machen wir einen Infect-Kill? Der Infect-Kill. Ja, komm, eine Bonusrunde gönne ich uns noch mit Creativity. Ja, man muss kann halt auch einfach mit Infect gewinnen. Easy. Oh, das ist eine nicht so gute Hand, ey. Aber ich. Boah, naja, ich meine, wir haben. Was soll unser Gegner schon machen? Ah, spielen wir gegen Tokens? Okay. Natürlich ziehen wir Länder nach, ist ja klar. Ah, könnte Convoke sein, vielleicht? Clarion Spirit, okay, da haben wir immerhin eine ganz gute Antwort drauf mit dem Fall. Oh wow. Nicht schlecht. Okay, das ist also Tokens. Ah, da ist natürlich meine Hand sehr schlecht gegen. Creativity. Na ja, gut, Creativity war kein schlechter Draw. Creativity war definitiv kein absolut schlechter Draw. Es muss nur noch irgendwie jetzt müssen halt die Token und die Magma Open kommen. Gegner geht einfach full ham und wird nicht bestraft. Ja, okay, gut. Ich habe fünf Länder gehalten mit Fiery Impulse Negate. Darf ich vermutlich nicht machen. Werd hier aber auch ein bisschen gepunished. Ja, gut, dann sind wir einfach tot. Naja, das ging ein bisschen schneller, als ich eigentlich gehofft hatte. Okay, Rending Volley sieht ganz okay aus hier gegen das Deck. Und auch Brotherhood's End sieht ganz okay aus gegen das Deck. Wohingegen Negate nicht so gut aussieht. Shark Typhoon ist halt einfach zu langsam.
Ethergust, Disinfostroke. Disinfostroke würde halt die 5 Drops halt killen, aber. Ja, ich glaube, das dauert einfach. Also. Ist halt besser als Make Disappear in dem Fall, aber ich glaube, das geht nicht. Ich nehme mal eine Creativity raus, weil ich will auch nicht unendlich Creativity flooden. Also. Mir reicht es halt. Also, eine zu ziehen wird wahrscheinlich reichen, um zu gewinnen. Deshalb. Oh, das ist eine schöne Hand. Removal, Sweeper, Fable. Damit können wir, glaube ich, auch ganz gut das Spiel gewinnen. Schauen wir mal. Ich meine, das Convoke-Deck kann halt komplett ausrasten. Aber immerhin haben wir noch nicht so wirklich hundertprozentig gezeigt, was wir sind. Können wir noch Phoenix sein? Ah, vielleicht können wir für den Gegner noch Phoenix sein. Weil ich habe einen Murex gezeichnet. Vielleicht nicht mehr ganz so wahrscheinlich. Magma Opus Cycle? Ja. Sign me in. Nehme ich mal einen. Gegner spielt nichts. Okay. Dann wird er wahrscheinlich ein Resolute Reinforcements warten, nehme ich mal an, ja. Was ein bisschen doof wäre, wenn der Gegner jetzt einen Convoke-Spell hätte. Orni, ja, sieht aus wie ein Convoke-Spell. Sieht immer noch aus wie ein Convoke-Spell. Gut. Ist gut. Ist gut, was der Gegner da gemacht hat. Absolut, ja. Das darf ich, das ist schon mal gut. Dann erzeuge ich mal einen Treasure. Vielleicht. Darf mein Shaman angreifen? Please. Dann werde ich wahrscheinlich Lava Glide Pathway spielen. Und Brotherhood's End. Dann müssen wir immer noch gucken, wie wir das Spiel gewinnen, ne? Also Creativity gewinnt. Creativity gewinnt sehr wahrscheinlich sofort. Müssen wir nur irgendwie hitten. Orni ist fein. Das Flattergeräusch ist einfach sehr witzig. Immodanes Recruiter ist nicht so fein. Nämlich 4. Okay. Come on, good stuff. Come on, Stormcarve. Ich weiß nicht, also mit der Reflection will ich eigentlich nicht blocken, aber ich glaube, mir bleibt nicht viel übrig. Also, wenn jetzt Land und dann Activated Den of the Bugbear oder so, sehe ich nicht viel. Invasion of Ho'oprán. Okay. Ich hab nix. Ich bin blank. Ja, das ist wahrscheinlich etwas, was ich tatsächlich machen würde. Ich brauche die Reflection nicht unbedingt, um das Spiel zu gewinnen. Okay. Das ist ein wenig sad. Naja, hey, es wäre nicht das erste Mal, dass wir über Toxic gewinnen. Just saying.
Resolute Reinforcements, um jetzt direkt den... Ah, warte mal, dann kann ich doch in Response... Dann machen wir das doch, bevor du convokest. Ich gehe mal davon aus, er hat einen Convoker auf der Hand. Und hat es deshalb Main Phase gespielt und jetzt kann natürlich nicht convoked werden. Creativity. Oh, ein zweites Mirax. Dann gucken wir mal, wie lange wir brauchen, um das Spiel zu gewinnen. 1, 2, 3. Ja, theoretisch kann ich sogar zweimal Mirax aktivieren. Und solange das nur 1, 1. Ah, jetzt kann er convoken. Ja. Jetzt wird er convoken. Ja. Okay, wird anstrengend. Also so eine Creativity würde ich nehmen. Ich würde aber auch einen normalen Gearhulk nehmen. Ne? Der könnte ja jetzt so langsam sich auch mal zeigen. Also 1 von 7 Targets nach einem Viertel der Library. Nicht ausgeschlossen. Schwierige Choices. Der Gegner hat wahrscheinlich einfach Angst an... an Infekt zu sterben. Okay... Ja, okay. Epicure, resolved. Nice, ey. Guck dir das mal an. Da haben wir doch schon, wir haben 3 von 3 Mirax und 0 von 7 Gearhulks. Ist doch geil. Ich bin tot gegen Land, ne? Also einfach Land, Den of the Bugbear Aktivierung und ich bin Toad. Ich werde aber wahrscheinlich so oder so sterben. Denn, ich kann ja gar nichts mehr machen gegen die Invasion of Gobekan. Vielleicht hätte ich noch einen Mirax, vielleicht das 4. von 3. Ja, gut, okay. Das sollte wohl nicht sein, dann am Endeffekt. Werden wir uns hier geschlagen geben müssen mit der Creativity-Liste. Er kann einfach, also wir sind halt einfach immer tot. Dementsprechend kann ich hier auch aufgeben. Schade, hat nicht so gut funktioniert jetzt zum Schluss. Muss aber sagen, dass grundsätzlich die Explorer-Creativity-Liste immer noch okay ist. Also Creativity geht ja so ein bisschen runter, was die Beliebtheit angeht, sowohl im Modern als auch im Pioneer. Ich habe aber das Gefühl, dass man es immer noch durchaus spielen kann, wenn man denn möchte. Und es hat ja auch heute einigermaßen gut performt. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr selber die Deckliste mal austesten wollt, schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Da ist ein Link dorthin. Und dann sage ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.